Zurück an alter Wirkungsstätte. Patrick Korbel im Gespräch mit seinem tschechischen Landsmann Tomáš Pavelka. Das Heimspiel des TTC Zugbrücke Grenzau gegen Aufsteiger Herne bescherte Korbel ein Comeback im Westerwald. Ein herzliches Willkommen inklusive, eben kein alltägliches Spiel. Ich habe mich schon gefreut, weil ich habe hier sehr schöne Jahre erlebt. 5 Saison, ziemlich erfolgreich gespielt und wir haben eine tolle Truppe gehabt zusammen damals. Nicht nur hinter der Platte, aber wir haben uns auch sehr gut privat verstanden. Und es ist schon ein bisschen anderes Gefühl, als wenn ich jetzt, sage ich mal, nach Bremen fahren sollte oder Ochsenhausen, Plierhausen und die anderen Mannschaften. Maskottchen Brexi und die Fans durften sich aber erstmal auf einen anderen Spieler freuen, Robert Gardosch. An 1 aufgestellt, in seinem Match gegen Hernes Zubin. Und das sah am Anfang oft so aus. Der Chinese im Trikot der Gäste gewann den ersten Satz mit 11-7. Schon früh gab es einiges zu besprechen zwischen Grenzaus Trainer Anton Stefko und seinem Schützling aus Österreich. Doch auch der zweite Satz endete wie der erste. Nachdenkliche Minen bei den Zuschauern in Grenzau, 11-4 für Zu. Der Chinese spielte nicht überragend, aber Gardosch ließ ihn gewähren. Auch zu Beginn von Durchgang 3, da lag Herne schon mit 5-1 vorne, doch dann machte es endlich Klick. Der Grenzauer erhöhte das Tempo, ganz zur Freude von Papa Gardosch, der aus Innsbruck zu Besuch im Westerwald war. Gardosch spielte mit mehr Druck, zwang Zubin so zu mehr Fehlern und das sollte sich auszahlen. Mit 11-7 ging Satz 3 an den Österreicher. Die Zuschauer hatten wieder Hoffnung und Gardosch seinen Rhythmus gefunden. Mit 11-8 ging Satz 4 an Grenzau, Satz Ausgleich. Doch es blieb eine Nervenschlacht, auch im entscheidenden 5. Durchgang. Hier einer der besten Ballwechsel der Partie. Doch der Blick auf Hernes Bank verrät, Zubin war noch im Geschäft, führte plötzlich mit 10-8, Matchball für den Chinesen. Gardosch wehrt ab, führt dann seinerseits mit 14-13. Vier Matchbälle abgewehrt, selbst den zweiten verwandelt. Gardosch bringt Grenzau mit 1-0 in Führung. Und wenn Erleichterung einen Gesichtsausdruck hat, so würde er aussehen. Ich lag schon ganz schön hinten, ganz schön weit hinten. Aber okay, ich habe immer an mich geglaubt, weil ich wusste, dass ich mehr kann, als ich in dem Spiel gezeigt habe. Und musste ich nur rausnehmen und ein bisschen mehr einfach und mehr das taktisch, ein bisschen mehr aggressiver spielen. Und zum Glück am Ende konnte ich das umsetzen und war belohnt. Im zweiten Einzel dann das Duell der beiden Freunde. Patrick Korbel gegen Lucian Blaszczyk, der nach überstandener Verletzung erstmals im Einzel zum Einsatz kam. Er ersetzte den angeschlagenen Tomáš Pavelka. Zu Beginn das Wiedersehen eine recht humorlose Angelegenheit. Korbel hatte das Match im Griff. 11-8 im ersten Satz, 13-11 im zweiten. Und im dritten? Da führte der Tscheche mit 9-5. Sein Trainer Jens Stötzel aber schaute ihn an, als wolle er sagen, das wirst du doch nicht noch verspielen. Tat er aber. 12-10, Blaszczyk holte Satz 3 und blieb im Match. Schon wieder nach 0-2 und klarem Rückstand ein Comeback bei den Gastgebern? Das wäre zu schön. Den ersten Schritt aber machte der Pole schon mal, holte sich Durchgang 4 mit 11-8. Jetzt mussten in der Zugbrückenhalle die ersten Fingernägel herhalten. Allerdings umsonst. Denn Korbel hatte die Partie scheinbar schon früh abgehakt. Im dritten Satz zu seinen Gunsten, im fünften dann zugunsten von Blaszczyk. 11-5, der Pole feierte ein erfolgreiches Comeback und Grenzau führte zur Pause mit 2-0. Nun lag es an Kenji Matsudaira gegen Erik Botroff die Partie zu entscheiden. Doch der lange Deutsche überraschte den Japaner mit einem 11-8 im ersten Satz. Einmal tief durchschnaufen, dann folgte die Antwort. 11-7 und 12-10, Matsudaira lag nach Sätzen vorne, während sich Botroff zu sehr über eine Entscheidung der Schiedsrichter ärgerte. Nicht einmal zu Unrecht. Das Match aber nahm ein schnelles Ende. 11-6. Matsudaira holt Grenzaus dritten Punkt. Wie im Hinspiel gewinnt der TTC mit 3-0 gegen Herne. Schade, dass das Spiel nicht so ein bisschen besser für uns gelaufen wäre. Aber naja, heute haben wir verloren. Und ich hoffe, dass wir uns trotzdem dann retten werden und bleiben in der Liga. Und dann hoffe ich, dass ich nochmal nach Grenzau kommen kann. Für Grenzau waren es dagegen wichtige Punkte für Platz 4. Natürlich ist für uns sehr wichtig, weil wir brauchen jedes gewinnendes Spiel, weil irgendwann vielleicht, wenn zufällig Fulda gegen Saarbrücken gewinnt, dann
wenn wir wahrscheinlich punktgleich, wenn wir weitere Spiele gewinnen, was wir geplant haben. Und dann werden die Spielergebnisse für uns sehr wichtig. Also ein 3-0 war für uns optimal. Was nun folgt, sind 2 Wochen Pause in der DTTL und dann ein Schlüsselspiel in Sachen Playoff für den TTC am 20. Februar in Ochsenhausen.